Künstliche Intelligenz vereinfacht uns bereits heute in vielen Bereichen das Leben. Vor allem im Berufsalltag greifen immer mehr Menschen und Unternehmen auf Programme zurück, die auf künstliche Intelligenz basieren. Doch wie alles im Leben hat auch diese Entwicklung eine Kehrtseite. Ist das die Zukunft, die andere Welt? Zwischen Gut und Böse zu entscheiden, was einem gefällt? Nur die Show zählt. Immer mehr Arbeitsplätze werden durch den Einsatz von KI gestrichen. Wie bei Europas größtem Softwarekonzern SAP. Gegenüber der Tagesschau sagte der Konzernchef Christian Klein, man werde jetzt in die nächste Phase der Transformation gehen. Die künstliche Intelligenz wird uns Wissen nach Hause bringen. Sie wird vieles übernehmen, was wir heute noch nicht sehen. Was wir heute noch nicht begreifen, wird dann in den Geschichtsbüchern stehen. Wir füttern die KI und bald füttert sie uns. Jeder ist denn nur noch eine Zahl, wir haben die Wahl. SAP will nach eigenen Angaben bis 2025 1 Milliarde Euro in den Bereich der künstlichen Intelligenz investieren. Zeitgleich sollen etwa 8.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Beim Abbau der Stellen will SAP sowohl auf Umschulungen als auch auf Ruhestandsregelung setzen. In diesem Jahr sind alle Mitarbeiter aber noch durch einen Sozialplan vor Kündigung geschützt.